mit diesem intensiven Training ist das eine völlig menschliche und nachvollziehbare Reaktion der Mannschaft. Aha. In der ersten Halbzeit hat ja die Formation gespielt, die offensichtlich auch das Vertrauen hat, von Beginn an zu spielen, wenn es in die Punktspiele geht. War die dann mehr überzeugend als das, was in der zweiten die Nachrücker gebracht haben? Ja, das geht nicht darum, dass sie in der zweiten Halbzeit enttäuscht haben. Wir können auch besser spielen als in der ersten Halbzeit. Aber es gibt ja Gründe dafür, dass wir insgesamt heute nicht so konzentriert waren und nicht so spritzig. Ja, aber nochmal, wenn wir diese Woche, wenn wir jetzt nicht müde gewesen wären, wären wir nächste Woche müde gewesen. Also das sind ja normale Vorgänge und Abläufe in einer Vorbereitung. Ja. Wir sind insgesamt mit den drei Wochen oder jetzt fast ja, drei Wochen mehr als zufrieden. Die Mannschaft hat ihr Programm toll absolviert und man muss ihr auch mal zugestehen, dass sie in der Endkonzentration heute nicht so diese hatte, wie sie eigentlich, was man von ihr gewohnt ist. Also ich nochmal, ich bin mit der Vorbereitung mehr als zufrieden und solche Spiele hören auch dazu. Mhm. Wäre es denn ein Drama, wenn am nächsten Donnerstag das Spiel ausfiele, denn die Platzverhältnisse im Augenblick und auch die Wetterprognosen deuten ja ein bisschen darauf hin, was wäre euch denn lieber, am Donnerstag zu spielen oder vielleicht noch eine Woche? Wir sind so vorbereitet, dass wir nächste Woche Donnerstag bereit wären und auch diese Spritzigkeit und diese Konzentration, die wir dann auch letzten Samstag gezeigt haben, wir würden uns freuen, wenn wir spielen. Alles andere, wir bereiten uns auch so vor, als ob das Spiel stattfindet. Ich gehe auch davon aus oder habe die Hoffnung, dass das stattfinden kann. Alles andere. Das Einzige, was wir jetzt nicht machen dürfen und müssen das Spiel hier heute als Maßstab nehmen, das ist dann auch ein bisschen Cottbus-like. Auch heute nur gegen Neugersdorf 1-1 und der eine oder andere hat sich nicht so bewegt. Also bitte also mal die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Auf der Tribüne hat ein neuer Mann gesessen, über den geredet wurde die letzten Tage. Wie weit steht es denn damit, mit diesem offensiven Mann, der ja aus Neugersdorf gegebenenfalls kommen könnte? Gegebenenfalls ist das richtige Wort. Ja, wir würden gerne einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichten, um dann zu reagieren, wenn was passiert. Heute konnte Vitality nicht spielen, weil er gestern sich im Training verletzt hat. Abdo Spalc hat sich im Training verletzt und jetzt wird das natürlich schon immer weniger. Wir hoffen, dass wir bis spätestens nächste Woche Montag das hinbekommen. Ansonsten ist es eben nicht. Ist es leider so, dass wir dann kein Verpflichten werden. Kurze Nachfrage zu den beiden Verletzten, die gerade genannt wurden, aber nicht Gefahr für Donnerstag. Davon gehen wir jetzt nicht aus. Mhm. Wir wünschen einen guten Start. Vorbereitung war gut, hast du gesagt. Also jetzt müssen wir uns noch die Spiele gut werden, dann sind wir alle zufrieden. Alles klar. Alles Gute. Dann, danke dir. Ciao, ciao.